Fitness mit Marc, Folge 271. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Mit 5 hat er das erste Mal seine Stimme mit einem Kassettenrekorder aufgenommen. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast hier an Bord. Er ist Universitätsprofessor, leitete 17 Jahre lang, und zwar bis zum Jahr 2017, das Institut für Biomechanik und Orthopädie an der Deutschen Sporthochschule Köln, war langjähriges Mitglied der Medical Commission des Internationalen Olympischen Komitees, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik, Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses des Internationalen Turnerbundes und, ja, es hört noch nicht auf, war Mitglied des Präsidiums Olympischer Sport im Deutschen Turnerbund, Sondergutachter der Deutschen Forschungsgesellschaft und hält eine Ehrenprofessur der Sportuniversität Shanghai inne. Er hat über 150 verschiedene Paper international publiziert und ist seit vielen Jahren auch als Berater von Unternehmen in Forschung und Entwicklung tätig, in biomechanischen Themen, also Themen wie Orthopädie, Unfallchirurgie, Medizintechnik und Unternehmen der Sportindustrie. Seit 1984 ist er in der Forschung tätig, und zwar zunächst einmal viel in der angewandten Forschung. Er kommt aus dem Leistungssport, war früher Leistungsturner, hat dort auch in der Forschung viele Projekte betreut, vor allem in den Sportarten Laufen und Springen. Das waren Projekte für die Olympischen Spiele, angefangen von 1988 und dann viele, viele Jahre bis zum Jahr 2000 und auch in Weltmeisterschaften. Und dann hat er eben an der Sporthochschule Köln die Professur übernommen. Und ich bin noch nicht ganz am Ende mit der Vorstellung, aber gleich, er hat ein Unternehmen gegründet. Er ist eigentlich jetzt schon im Ruhestand, hat aber jetzt ein Unternehmen gegründet, und zwar ein Start-up für Sportschuhe. Ein deutscher neuer Sportschuhhersteller nennt sich True Motion. Und True Motion hat ein ganz neuartiges Konzept an Laufschuhen, das viele, viele Paradigmen, die es so gibt in der Laufsportszene. Und jeder, der Selbstläufer ist, der wird wahrscheinlich zum zweiten Teil unseres Gesprächs spätestens auch sehr genau hinhören, dass diese Paradigmen eben auf den Kopf stellt. Also, worüber reden wir heute? Ich habe einen Biomechaniker, wenn nicht sogar den Biomechaniker aus Deutschland hier an Bord, und wir reden natürlich über biomechanische Themen, und zwar bezüglich der Disziplinen, die naheliegend sind fürs Thema Fitness und auch naheliegend für das Thema Marktformel, also natürlich richtiges Krafttraining. Worauf solltest du achten, wenn du an die Gewichte gehst oder eben auch mit dem eigenen Körpergewicht trainierst? Was solltest du wissen, bevor du einen Schuh kaufst, sowohl fürs Krafttraining, da gelten nämlich andere Grundsätze, Schuhe fürs Krafttraining, als auch fürs Laufen? Was macht einen guten Laufschuh aus? Woran erkennst du den perfekten Laufschuh für dich? Und ja, worauf solltest du auch generell beim Training achten, damit du deinen Körper möglichst biomechanisch so belastest, wie die Natur das nun mal vorgesehen hat. So, und jetzt starten wir. Begrüße mit mir gleich den Gast der heutigen Folge, den Universitätsprofessor Dr. Gerd-Peter Brügelmann. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wär's, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen? Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören.
Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Mark-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, FMM wie Fitness mit Mark und dann Buch.de. Unterstütze Fitness mit Mark und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten 6 Monate zum halben Preis 4,95 pro Monat. Ja, ich hatte es eben schon angekündigt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, den Universitätsprofessor Dr. Gerd-Peter Brüggemann. Moin, moin, Peter. Hi, grüß dich, Marc. Peter, wann bist du das letzte Mal barfuß gelaufen? Oh ja, ich glaube vorgestern von der Terrasse zu meinem Schwimmbad. Aber schön auf Rasen, auf einem kurzgeschnittenen Rasen, also nicht länger gejoggt, sondern mal nur ein wenig die Füße im Rasen und barfuß mehr strapaziert als normalerweise beim Laufen in Schuhen. Ja, wir werden später im Verlauf des Gesprächs noch darauf zurückkommen, denn das Thema Barfußtraining sowohl beim Laufsport als auch im Krafttraining ist ein heiß diskutiertes Thema. Also die Frage, ist Barfußtraining überhaupt sinnvoll? Ist das vorteilhaft oder eher kontraproduktiv? Und bevor wir aber ins Fachliche einsteigen, vielleicht nochmal kurz, wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich oder was machst du so? Was antwortest du dann? Ich beschäftige mich nach wie vor mit Themen, die mich interessieren, insbesondere biomechanischen Themen, aber insgesamt Themen, die so diese Interaktion Mensch mit seinen verschiedenen Strukturen und physikalischer Umgebung betreffen. Und das ist häufig in einer sportlichen oder bewegungsadäquaten Umgebung. Da finde ich, ist es einfach nach wie vor spannend, etwas darüber zu machen. Ich habe das beruflich viele, viele Jahre gemacht, bin jetzt seit 2 Jahren pensioniert und kann mich somit mehr Themen, die mich eigentlich interessieren, widmen, habe mehr Übersicht über mein eigenes Zeitbudget und kann mich selbst besser planen. Und wie bist du eigentlich zur Biomechanik gekommen? War dir das schon nach, sag ich mal, im Abi klar oder wie hat sich das ergeben? Nein, das ist eigentlich eine ganz lustige Sache, weil es ist wie häufig, sind es viele Zufälle, die zusammenkommen, dass man zu einem Thema kommt, was einen dann fasziniert und eigentlich das ganze Leben begleitet. Ich bin in meinem Studium, was ich in Münster begonnen habe, dann nach Frankfurt gewechselt an die Universität, aber aus einem Grund, aus einem Sportgrund. Ich wollte unbedingt dort gute Möglichkeiten haben, in die Nationalmannschaft zu kommen, im Turnen. Und das ging einfach nur in Frankfurt, weil da das Zentrum war. In Frankfurt angekommen, stellte ich dann an der Uni fest, hey, das ist ja was ganz Interessantes da vielleicht, denn im Vorlesungsverzeichnis fand ich etwas, das nennt sich Biomechanik. Ich habe zu der Zeit Mathematik studiert und da dachte ich, das wäre eventuell was ganz Spannendes. Bin da einfach mal hinmarschiert, habe den damaligen Hochschulleiter oder Hochschullehrer kennengelernt, war fasziniert und bin dann sehr früh in ja die Möglichkeiten hineingeraten, selber kleine Analysen zu machen. Damals nach den Olympischen Spielen 72, als das erste Mal systematisch Sport im hohen Leistungsniveau aufgenommen wurde. Und ich hatte dann das Privileg, so Filmaufnahmen zu analysieren. Ja, dann bin ich einfach da drin geblieben. Das hat mich so fasziniert. Habe dann bald in der Biomechanik promoviert und ja, danach ging eigentlich der Weg ganz normal weiter. Die Karriere des Hochschullehrers, aber eben immer mit dem Fokus Biomechanik, menschlicher Körper, menschliche Bewegung, oft im Gesamtumfeld hoher Belastung und im Sport. Interessant, wenn ich das richtig verstanden habe, dann warst du selbst damals schon als Turner aktiv und auch Leistungsturnen? Ja, genau. Ich war Turner oder Kunstturner. Heute sagt man ja hier in Deutschland Geräteturner. Und hatte versucht, in die Mannschaft zu kommen, Nationalmannschaft zu kommen. Habe dann die Olympischen Spiele leider knapp verpasst. Die Münchner Spiele. Habe mich dann verletzt, bin aber mit dieser Verletzung noch einige Weile in diesem Sport geblieben, um ihn dann ja sehr, sehr bald mehr von der analytischen Seite zu begleiten. Das hat mich sehr getrieben, bin dann natürlich zu anderen Aktivitäten gewechselt. Ich meine,
Kunstturnen, das kann man nicht so lange machen und das sollte man auch nicht so lange machen. Habe dann mit dem Laufen begonnen, viele andere Sportarten gemacht, bin heute noch sehr aktiv im Bereich des Skisports oder beim Skifahren, Crosslaufen, Mountainbikefahren und immer wieder natürlich Laufen und als Ergänzung ein wenig Fitness und auch ein wenig Krafttraining natürlich. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, vielleicht vorher nochmal die Frage, was ist denn eigentlich Biomechanik? Ja, Biomechanik, das ist im Grunde genommen diese Wissenschaft, die sich mit mechanischen Belastungen biologischer Strukturen oder des menschlichen Körpers auseinandersetzen und insbesondere mit den Antworten von biologischen Strukturen auf Belastungen. Also beispielsweise der Frage nachgehen, wie reagiert ein Knochen, wie reagiert ein Muskel, wenn er eine mechanische Beanspruchung erfährt? Wird er zerstört? Wächst er? Passt er sich an? Wie reagiert beispielsweise der Knorpel in unseren Gelenken, wenn wir immer wieder beim Laufen diese Gelenke komprimieren? Reagiert er positiv? Reagiert er negativ? Bleibt er neutral? Und damit geht die Biomechanik im Grunde genommen auch das Thema an, wie steuere ich und wie kontrolliere ich den Erhalt, die Verbesserung, ja möglicherweise auch die Wiederherstellung der Strukturen, die wir auch manchmal dann verletzen. Damit ist die Biomechanik nicht nur etwas für den Sport, für den Hochleistungssport, sondern die Biomechanik befasst sich grundsätzlich mit Mensch und Umgebung und der Wirkung der Umgebung auf den Menschen. Das ist, glaube ich, das Spannende. Das heißt, Biomechanik geht jeden an, geht den Gesunden, den Aktiven, aber eben auch den Verletzten, den Kranken, der wiederhergestellt werden will, an. Und die Biomechanik bildet im Grunde genommen die Grundlage für viele auch orthopädische Interaktionen und Eingriffe, viele Grundlagen für die Rehabilitation, aber eben auch die Grundlagen für Training und Kontrolle von den, sagen wir, Strukturen des menschlichen Körpers. Also im Prinzip könnte man sagen, Biomechanik betrifft jeden von uns, jeden, der jetzt zuhört, jeden, der nicht zuhört, und zwar 24 Stunden und sein ganzes Leben lang und entscheidet letztendlich auch über Erfolg oder Misserfolg im Training. In jedem Fall, denn nur wenn ich etwas von der Biomechanik des menschlichen Körpers und seiner Teile verstehe, kann ich mein Training steuern, kann ich Intensitäten steuern und kann auch die Wiederherstellung am günstigsten steuern. Also beispielsweise, ich muss einen Gelenkersatz haben. Also mein Gelenk, irgendein Gelenk, sagen wir, ein Hüftgelenk ist verschlissen und ich brauche einen Ersatz. Da muss ich sehr viel über die Biomechanik wissen, um zu steuern, dass dieser Gelenkersatz vom Körper akzeptiert wird, integriert wird und dass das Bewegungssystem wieder funktioniert. Eigentlich ein zentrales biomechanisches Thema. Nun ist ja jeder Körper auch ein bisschen anders, jedes Skelett ist anders. Einige Menschen haben, sieht man ja immer sehr schön, es gibt Sitzriesen, es gibt Leute, die dann die kurze Beine haben, lange Beine, kurze Oberschenkel, lange Oberschenkel. So individuell wie unsere Gesichter und Haarfarben sind, so individuell ist es auch für der Aufbau unseres Körpers im gewissen Rahmen. Das heißt, das wirkt sich ja auch spürbar, wenn man Menschen miteinander vergleicht, aus auf, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Krafttraining nehmen, auf so Übungen wie Kniebeuge oder Kreuzheben. Kannst du da vielleicht ein bisschen was, gibt's da Erkenntnisse? Gerade im Leistungssport sieht man da bestimmt krasse Unterschiede in der Veranlagung oder Körperbau, weil sich vielleicht einige Menschen fragen, warum sie bei der Kniebeuge möglicherweise nicht so tief runterkommen wie andere, obwohl sie mobil sind. Also solche Fragen, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ja, natürlich. Die Proportion, die Anthropometrie des menschlichen Körpers hat eine große Bedeutung für die Leistungsfähigkeit. Nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Ein Hochspringer wird a priori groß sein müssen, denn allein seine Standhöhe muss ja schon groß sein, damit er nicht zu viel Weg im Flug überwinden muss. Also beispielsweise der noch, ich glaube, Weltrekorder Sotomayor, der hatte eine Standhöhe, wenn er das Sprungbein nach oben bewegt hat, von über 1,40 Meter. Das heißt, er musste nur noch, Anführungszeichen, 1 Meter in der Luft reisen, um 2,40 Meter zu springen. Wenn ich nur vielleicht eine Körperhöhe von 1,70 Meter habe, habe ich so eine Standhöhe von vielleicht 1,10 Meter.
Das heißt, ich muss, um die gleiche Höhe zu haben, 30 Zentimeter mehr reisen, damit viel, viel mehr Kraft aufbringen, viel, viel höher springen. Das nur als Beispiel. Zu deiner Frage zurück. Kniebeugen. Kniebeugen mit Last. Je länger die Segmente sind, Oberschenkel, Unterschenkel, desto größer werden die Hebel der Gewichtskräfte am Kniegelenk und desto größer werden die Drehmomente und damit desto schwieriger wird die Kniebeuge durchzuführen, mit Last oder auch ohne Last. Und die Belastung wird höher. Je länger die Segmente sind, desto größer wird die Belastung, da einfach die Hebel für die äußeren Kräfte, hier die Gewichtskräfte, größer werden. Also ein kleiner Mensch hat es da etwas einfacher. Aber vielleicht nochmal zur Kniebeuge. Das ist ein, denke ich, sehr großes Problem. Je tiefer wir in die Kniebeugung gehen, desto kleiner wird die Gelenkfläche im Kniegelenk. Das heißt, desto größer wird die mechanische Belastung pro Flächeneinheit. Also ich empfehle immer, um die Gelenke zu schonen, die Kniebeuge lieber nicht so tief zu gestalten. Das ist vielleicht ganz apart für ein maximales Muskelkrafttraining, aber für die Gelenkhygiene ist das nicht die beste Lösung. Eine 90-Grad-Kniebeuge wird völlig ausreichen, auch meines Erachtens im Training, wenn wir es einigermaßen funktionell und präventiv sinnvoll gestalten. Es ist ja ein Fitness-Podcast. Ich sage mal, hier geht es darum, nackt gut auszusehen. Also das wäre ja im Prinzip eher so die Richtung Bodybuilding. Wenn man über Muskelaufbau redet zum Beispiel, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten, den Muskel so zu fordern. Beziehungsweise, wenn mich meine mechanischen Grundkenntnisse nicht ganz verlassen, habe ich ja ohnehin die größte Kraft bei 90 Grad. Danach wird sie wieder kleiner. Das stimmt nicht ganz, Marc. Jeder Muskel hat eine unterschiedliche Kraftfähigkeit in Abhängigkeit seiner Länge. Und die Länge des Muskels ist vom Gelenkwinkel abhängig. Die größte Länge des Kniestreckers ist etwas vor 90 Grad zu erreichen. Bei 90 Grad beginnt sie schon wieder übermäßig lang zu werden. Das heißt also, dieser Bereich von 60 bis 90 Grad ist im Grunde genommen rein muskelmechanisch der Bereich mit dem optimalen Wirkungsgrad. Das heißt, wenn jetzt jemand trainiert, um aufzubauen und stärker zu werden, dann reicht das auch, wenn er bis 90 Grad geht? Es reicht voll und ganz bis 90 Grad zu gehen, wenn die entsprechende Last hoch genug ist. Und es ist bezüglich des Kniegelenks definitiv viel, viel gesünder. Eine zweite Schlussfolgerung wäre ja auch, ich sag mal so, dieser Effekt, den vielleicht auch wir Männer noch mehr, um jetzt ein Klischee zu bedienen, im Fitnessstudio haben, dass wir uns miteinander vergleichen und sagen so, hey, na, was beugst du denn mit der Kniebeuge und wer ist denn jetzt hier der Stärkere? Das lässt sich auch nicht 1:1 anhand des gestemmten Gewichts beurteilen, sondern da spielt eben auch die Hebelwirkung eine Rolle und die ist dann angeboren. Natürlich. Das kommt natürlich dann noch dazu, ja, nicht angeboren. Ich meine, sie entwickelt sich, ja. Ich könnte sie im Prinzip auch steuern, aber das ist nun sehr, sehr schwer. Auch die Länge der Körpersegmente, ja, kann verändert werden. Nehmen wir ein Beispiel. Der Schlagarm beim Tennisspieler wird auf Zug beansprucht und wird über die Zeit länger. Also der Unterarm. Ist doch spannend, ne? Aber bei Tennisspielern, die über Jahre Tennis spielen und regelmäßig spielen, wird der Unterarm länger. Richtig. Auf der Seite, auf der er favorisiert, die Last einträgt. Wieso? Weil Knochen, wir sagen, kraftsensitiv ist. Das heißt, wenn ich auf einen Knochen eine Zugkraft einwirken lasse, dann wird er über die Zeit, über viele, viele Jahre länger. Wenn ich Kompressionskraft aufbringe, also ihn zusammendrücke, wird er kürzer. Also beispielsweise, ich habe immer viel Last auf meinen Wirbelkörpern. Immer hohe Belastung auf meinen Wirbelkörpern, so werden diese Wirbelkörper moderat, nicht viel, aber etwas flacher und sie werden breiter. Der Körper passt sich an, er regelt nach, damit er diese hohen Lasten gut ertragen kann. Finde ich jetzt doch hochinteressant, ne? Das ist wahnsinnig spannend. Und in welchem Rahmen findet das so statt, wenn man sich vielleicht jetzt Leistungssportler anguckt, so Tennisspieler, der über Jahrzehnte halt Leistungssport betreibt, wie viel länger ist dann sein Schlagarm? Da gibt es Befunde, das geht schon so bis zu einem Zentimeter. Hätte ich denn so einen Effekt jetzt auch, um nochmal zum Beispiel zurückzukommen, bei der Kniebeuge?
Glaube ich nicht. Da sind einfach die Lasten nicht hoch genug und es ist nicht häufig genug. Und dann müsste ich schon sehr, sehr früh damit anfangen. Das aber wiederum ist nicht anzuraten, da um das Kniegelenk natürlich die Wachstumsfugen sind. Und die Wachstumsfugen würden gerade bei diesen Kniebeugebelastungen extrem beansprucht und werden sehr früh dann oder möglicherweise früher verknöchern und der Knochen wächst nicht weiter. Also das ist so auch ein Grund, warum wir beim Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen ein bisschen vorsichtig sein müssen. Jetzt mal angenommen, jemand hört diese Folge, gerade da, wo die Folge erscheint, haben wir Mitte Januar. Das ist ja eine Zeit, wo viele dann auch ihre Neujahrsvorsätze in die Tat umsetzen und sagen, ja, jetzt will ich so richtig mal dieses Jahr durchstarten und fragt sich vielleicht, womit fange ich denn besser an? Und viele fragen sich das vielleicht gar nicht, aber meiner Erfahrung nach ist halt eine Überlastung oder eine Verletzung ist natürlich einer der größten Showstopper überhaupt, wenn man Erfolge haben will durch Training. Was wäre denn besser jetzt, mit Krafttraining anzufangen oder eher Laufen gehen oder vielleicht eine andere Art von Ausdauersport? Also vielleicht erstmal so die Unterscheidung Kraft oder Ausdauer. Gibt es da einen Favoriten? Das ist ja jetzt erstmal die Frage, was wollen wir? Meines Erachtens macht es keinen Sinn, sich nur auf die Herz-Kreislauf-Komponente zu konzentrieren, sondern wir müssen das Muskel-Skelett-System immer mitdenken. Ich würde immer dazu raten, das Ganze über die repetitive Belastung zu machen. Das heißt, ich würde mit dem Laufen beginnen. Aber parallel zum Laufen, was auch moderat angefangen werden muss, nicht gleich hauruck und stundenlang, aber parallel und ergänzend immer ein, ja, ich sage mal, ein moderates Muskeltraining in Verbindung mit einem, nennen wir es ruhig, neuromuskulären Training. Das heißt, diese Verbindung Muskel, Knochen, diese auch mit zu trainieren. Früher hat man dazu Koordinationstraining genannt. Aber wenn diese Komponente nicht auch mit mehr beansprucht wird, dann kommt es einfach zu einseitigen Beanspruchungen. Und ich glaube, das ist nicht gut. Also Laufen ist auf jeden Fall die Form der Lokomotion, die wir gewohnt sind, für die wir gemacht sind, für die unser System gemacht ist. Das aber dann in Verbindung mit ein bisschen Krafttraining, insbesondere Stabilisationstraining. Rumpfstabilisation ist da eigentlich so das Schlagwort. Ein bisschen mehr die Glutealmuskulatur zu trainieren, denn die wird beim Laufen nicht so beansprucht, insbesondere wenn ich nicht ein bisschen schneller laufe. Und natürlich ganz wichtig, neben der Beckenmuskulatur und Rumpfmuskulatur, die Muskulatur, die um die Wirbelsäule sowohl im vorderen Bereich als auch im rückwärtigen Bereich da ist, die muss mit trainiert werden. Und das kann über ganz simple Bewegungen, ganz simple Trainingsformen gemacht werden. Da brauche ich keine großen Maschinen. Das kann ich mit dem eigenen Körpergewicht perfekt machen. Selbst draußen, wenn ich mich irgendwo dort an einem Baum oder an einer Stange festhalten kann, dann kann ich sehr, sehr viel machen. Gibt es so ein paar Übungen, die du da empfehlen würdest? Ja, zunächst mal ist es ganz wichtig, dass wir mobil bleiben dabei. Das heißt, Rumpf vorbeugen, Rumpf rückbeugen oder Hüft vorbeugen, Hüft rückbeugen, zur Seite beugen, kreisen ist schon eine ganz wichtige Sache. Und eine ganz simple ist beispielsweise, um die Rückenmuskulatur funktionell zu trainieren. Wir stehen gestreckt vor einer Parkbank, lehnen uns nach vorne, die Arme hinter dem Kopf verschränkt und neigen uns bis in die Horizontale. Heben jetzt, indem wir den Rücken krumm machen, so langsam uns aus der Lendenwirbelsäule in die Brustwirbelsäule streckend hoch und machen das Ganze 15 Mal, 20 Mal, vielleicht 25 Mal in ganz moderatem Tempo. Und wenn wir das Ganze einfach ein bisschen schwerer machen wollen, dann strecken wir damit die Arme aus und irgendwann mal können wir vielleicht sogar noch einen kleinen Stein oder einen Ast in die Hand nehmen, um durch die Hebelwirkung die Last noch ein bisschen größer zu machen. Und entsprechend für die Bauchmuskulatur, man legt sich einfach, ich sag mal, auf den Boden, fixiert die Beine und versucht in dieser liegenden Position Kopf, Nacken und Schultern anzuheben. Das Ganze vielleicht ganz langsam, 20, 30, vielleicht auch irgendwann noch ein paar Mal mehr zu machen. Und allein so simple Sachen sind so hilfreich und man wird die Effekte ganz, ganz schnell merken. Und ergänzend, und das ist gerade bei solchen, die in das Laufen einsteigen, den. Das heißt,
durch diese repetitive Belastung des Muskels oder der Muskelsehneinheiten beim Laufen werden wir sehr leicht steif. Das heißt, die Sarkomere verkleben. Wir müssen versuchen, den Muskel, die Sehne können wir nicht dehnen, aber den Muskel können wir dehnen und wir sollten das sehr brav und sehr regelmäßig, nicht vor dem Training, sondern nach dem Laufen oder in einer ergänzenden Einheit tun. Du sagtest, die Sarkomere verkleben. Was ist das? Das sind die kleinsten Elemente des Muskels. Ach so. Und dann ist der Muskel verkürzt im Prinzip dadurch. Genau, genau. Und er wird steif, ne? Und er soll ja elastisch sein, denn der Muskel ist ja unser Motor, der mit der Sehne, die das Getriebe darstellt, die Kraft auf den Knochen aufbringt und damit letztendlich unsere Gelenke bewegt. Habe ich diesen Effekt auch beim Krafttraining oder eher bei so Übungsformen wie Laufen, wo ich eben sehr viele Wiederholungszahlen habe? Ja, es kommt beim Krafttraining drauf an, aber so wie wir eigentlich das Krafttraining gerne machen, dass wir uns auch ein bisschen kaputt fühlen. Ne? Das ist ja so scheinbar menschlich, dass man muss sich da kaputt machen. haben wir das natürlich. Zum Krafttraining gehört nachhaltig immer wieder Dehnen nachher. Und zwar sehr kontinuierlich, langsam, nicht ruckartig, aber durchgängig. Gibt es gerade für Laufsportler so vielleicht 2-3 Übungen, die du auf jeden Fall empfehlen würdest, den Übungen? Ja, der Laufsportler hat das große Problem, insbesondere die Beckenmuskulatur, das heißt die Beuge- und Streckmuskulatur der Hüfte, aber auch die Abspreizmuskulatur nach innen und nach außen zu verkürzen, beziehungsweise sie, steif zu machen, weil man eben beim Laufen diese Muskeln sehr intensiv benutzt und sehr lange benutzt. Und da muss man ganz simpel, das Einfachste ist, das Bein gestreckt auf eine Parkbank legen und sich nach vorne zu beugen. Man muss dann, sollte schon in der Lage sein, mit den Fingerspitzen an die Fußspitze zu kommen bei gestrecktem Knie und dann möglichst auch im Stand. Meines Erachtens reicht es nicht aus, dass ich mit den Fingerspitzen bei gestrecktem Knie an die Fußspitze komme. Man sollte schon fast in der Lage sein oder möglichst in der Lage sein, die Handfläche zum Boden zu bringen. Jetzt mal angenommen, jemand dehnt gar nicht. Was ist denn das Schlimmste, was dann passieren kann? Was passiert denn, wenn die Muskeln verkleben und man dann gar nicht dehnt und weiter Sport macht? Man wird bocksteif und man wird unbeweglicher einfach dadurch. Man kann auf bestimmte Ereignisse, Störereignisse nicht mehr entsprechend reagieren. Weiß nicht, im Alltag, man rutscht weg oder sowas? Ja, zum Beispiel. Ne? Man ist einfach steif. Können dann auch Verletzungen begünstigt werden? Oder? Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich steif bin und wenn ich nicht in der Lage bin, auf Störungen zu reagieren, Ausweichbewegungen zu machen, schnelle Ausweichbewegungen machen, mit hoher Amplitude, dann kann es natürlich der Sturz und der Fall und damit auch die Verletzungsgefahr massiv erhöht. Ich habe mal von jemandem gehört, der hat sich im Marathontraining, also hat auf Marathon trainiert, und hat sich dann Muskelfaserriss geholt. Aber nicht im Krafttraining oder so, war nur Körpergewicht. Kann sowas auch dann passieren? Ja, aber natürlich. Ich meine, ich kann mir auch eine Sehne, beispielsweise die Achillessehne, reißen, wenn ich beim Laufen in ein Loch trete. Da sind die verschiedenen Möglichkeiten, je nachdem, unter welcher Konfiguration gerade die Sehnen belastet werden, ob sie vielleicht ein bisschen asymmetrisch, also nur einseitig belastet werden, und damit nur ein Teil der Sehne die Last übernehmen muss, dann kann es relativ problemfrei zu einer Schädigung kommen. Gut, ich glaube, da haben wir erstmal genug Gründe an der Hand, um das Dehnen nach dem Training, dem auch Zeit einzuräumen. Ja, ich denke, Marc, es ist ganz wichtig, dass wenn die Leute mit dem Laufen beginnen, wieder beginnen, sie sollen moderat anfangen und das immer wieder kombinieren mit Dehnen und aber auch Kräftigungsübungen, das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und insbesondere diese Rumpfstabilisierung und die Beckenstabilisierung ist eine ganz wichtige Aufgabe, der wir nachkommen müssen, denn die ist uns durch unsere oft sitzende Tätigkeit einfach dann nicht mehr in ihrer Qualität gegeben. Die eine Übung, die du beschrieben hattest, die erste, die ja in die Kräftigung geht, die ähnelt ja so ein bisschen vom Bewegungsmuster auch dem Kreuzheben. Ja, genau. Wir hatten eben ja das Kniebeugen besprochen. Beim Kreuzheben gibt es da auch so. Die klassische Übung ist jetzt Langhantelkreuz, dem sehe ich auch
von der Popularität steigen diese Grundübungen auch sehr in den Fitnessstudios, zumindest hier in Hamburg, in denen ich trainiere. Das war vor 10 Jahren noch ganz anders, da hat man eher an Maschinen trainiert. Jetzt trainieren die meisten Leute mit freien Gewichten, so beobachte ich das zumindest, und gehen eben auch in diese klassischen Kraftübungen wie eben das Langhantelkreuzheben rein. Gibt es da auch aus biomechanischer Sicht Empfehlungen, die du abgeben kannst, oder auch individuelle Unterschiede, die man berücksichtigen sollte? Ja, es gibt auf jeden Fall bestimmte Prinzipien, die man einhalten muss. Ich meine, zunächst mal das Arbeiten mit der freien Hantel oder den freien Gewichten ist eine höhere Beanspruchung, weil ich immer noch stabilisieren muss und kontrollieren muss. Das ist das Problem. Auf der anderen Seite, wir trainieren in ganzen kinematischen oder kinetischen Ketten, das heißt über mehrere Gelenke, was eigentlich unserem System, unserem biologischen System absolut entspricht. Wir benutzen eigentlich nie ein Gelenk separat. Wenn wir das Kniegelenk beugen oder strecken, bewegen wir auch das Hüftgelenk. Das heißt, immer müssen diese beiden Gelenke zusammenspielen, und das natürlich beim Arbeiten mit den freien Gewichten oder mit der freien Hantel eine viel bessere Simulation der natürlichen Bewegung als eine nur Kniemaschine oder nur Beckenmaschine. Beim Langhantelheben, eben angesprochen, ist es ganz relevant, damit wir unsere Wirbelsäule nicht übermäßig beanspruchen, dass wir die lumbale Wirbelsäule, also die Lendenwirbelsäule, gerade halten und nicht krümmen. Denn je mehr wir die Wirbelsäule krümmen, desto größer wird der Hebel und desto größer wird die Last auf die Wirbelkörper und letztendlich die Last auf die Bandscheibe. Also immer der Rat, gerader Rücken, richtige Technik, genau wie beim ganz normalen Arbeiten mit der Hantel beim Gewichtheben. Und das ist eben auch beim Kreuzheben ganz relevant, dass wir da nicht den Katzenbuckel machen, sondern dass der Rücken gerade bleibt und wir dann wirklich aus dem Becken und aus den Beinen herausheben können. Ich glaube erstmal grundsätzlich, so würde ich jedem empfehlen, es ist gut, Respekt vor dem Gewicht zu haben, und das sage ich auch selbst meinen Klienten immer, die Technik ist das Allerwichtigste, dass man die sauber durchführt. Jetzt haben einige Menschen ja auch vielleicht Angst vor Krafttraining, weil sie Angst haben, sich zu verletzen. Wenn man sich Statistiken anguckt, ist das doch ein recht sicherer Sport. Da passieren noch vergleichsweise wenig Verletzungen im Vergleich zu anderen Sportarten, oder liege ich da falsch? Nein, das ist richtig. Es passiert relativ wenig, wenn es nicht übertrieben wird. Also auch hier der Hinweis, bitte mit geringen Gewichten, externen Gewichten anfangen. Du hast es eben angesprochen, saubere Technik, sich korrigieren lassen, sich helfen, dass man die richtigen Hebetechniken nimmt, dann ist das Risiko sehr, sehr oder relativ gering. Und wenn dann mit größeren Lasten irgendwann einmal gehoben wird, dann sollte auf jeden Fall eine Möglichkeit der Sicherung da sein. Denn so eine Langhantel, eine belastete Langhantel hat schon große Hebel und kann dann doch mal auch zur Seite kippen. Was würdest du denn jetzt sagen? Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Was ist denn jetzt besser? Also die Gretchenfrage. Ne? Was ist jetzt besser, freie Gewichte oder Maschinen? Es kommt ganz drauf an. Wenn ich grundsätzlich trainieren will, ohne jetzt ein spezifisches Ziel zu haben, zum Beispiel die Kniestrecker zu verändern, zu verbessern, etwa nach einer Verletzung oder Ähnlichem, dann ist das freie, das Trainieren mit dem freien Gewicht oder auch nur mit dem Körpergewicht, denn ich kann so clever meinen Körper einsetzen, die sinnvollere und die meines Erachtens auch biomechanisch viel bessere Art. Die Maschine hat den Vorteil, dass ich sehr kontrolliert bin, dass Nebenbewegungen weitestgehend ausgeschlossen werden und sich sehr konzentriert zum Beispiel ein Muskel oder eine Muskelgruppe erarbeiten kann. Das ist insbesondere wichtig nach einer Verletzung in der Rehabilitation. Das ist möglicherweise wichtig, auch wenn ich ein ganz konkretes Defizit habe, beispielsweise im rechten Oberschenkel, der einfach nicht so bisher trainiert ist wie der linke. Dann könnte ich hier ganz gezielt nachhelfen und sehr kontrolliert nachhelfen. Kunstturner sind ja sehr durchtrainiert, die sind sehr muskulös. Wie sieht denn eigentlich so der Trainingsalltag aus von Turnern? Trainieren die auch mit Gewicht oder trainieren die sich die Kraft hauptsächlich tatsächlich mit Körpergewichtsübungen an? Die trainieren im Wesentlichen mit Körpergewicht, aber sie haben sehr große Umfänge bezüglich des Krafttrainings. Also Krafttrainings macht
aber ganz, ganz spezifisch eben an, auch an den Turngeräten und mit dem eigenen Körper machen einen sehr großen Anteil des Trainings aus. Manchmal wird mit Zusatzlasten gearbeitet, aber im Wesentlichen mit dem Körper. Das heißt, der Trainingsaufwand ist aber, jetzt mal andersrum formuliert, ist deutlich niedriger vom Zeitaufwand her, wenn ich mit Gewichten trainiere, als wenn ich mir eine ähnliche Physis antrainiere, nur durch Turnen. Nein, das glaube ich nicht. Der Reiz, den ich mit dem eigenen Körper setzen kann, kann mindestens so hoch sein wie der Reiz mit externen Gewichten. Nur mit externen Gewichten ist es einfacher, es ist leichter, ich komme leichter ran. Schau doch mal, wenn ich dich jetzt in einen Handstand stellen würde und sage, jetzt mach mal Armbeuger, dann braucht das eine ganze Weile, bis du das schaffst. Dagegen, wenn du auf der Bank liegst und eine Hantel hast, dann kannst du ohne weiteres mal 30, 40, 50, auch mal 60 Kilo hochdrücken. Das heißt also, mit dem eigenen Körper ist es viel schwieriger, aber es ist sehr effizient. Und meines Erachtens ist es, da es immer eine Ganzkörperbeanspruchung ist, also immer auch zum Beispiel die Rumpfmuskulatur mit zur Stabilisierung beansprucht wird, ja, die Herausforderung und die bestmögliche Lösung. Aber es geht halt nicht für jeden. Gibt es bestimmte Übungen oder bestimmte vielleicht auch Maschinen, die du gar nicht magst oder auch gar nicht empfehlen würdest? Auf jeden Fall solche Maschinen, bei denen ich nicht die Last dem Körperwinkel oder dem Gelenkwinkel anpassen kann. Also dass ein konstantes Drehmoment auf mein Knie wirkt, obwohl wir ja eben besprochen haben, dass in Abhängigkeit der Kniebeugung die Muskellänge sehr unterschiedlich ist. Also Maschinen mit Exzentern sind immer vorzuziehen, solchen ohne Exzenter. Nur als ein Beispiel. Was ist ein Exzenter? Das ist diese Scheibe, die steuert den Hebel, mit dem die äußere Kraft am Kniehebel wirkt. Also die Gewichtskraft am Kniehebel wirkt. Und dann vielleicht noch eins. Seid vorsichtig bei allen Maschinen, wo die Gewichte frei liegen und die Seilzüge oder Ketten nicht in irgendeiner Form gesichert sind. Hochgefährlich, dort Klemmverletzungen und schwere Schäden davon zu tragen. Bei den meisten Maschinen ist im Prinzip das Ganze verkleidet mit Kunststoff oder Metall. So sollte das sein, ja. Und ein Exzenter, da ist meistens das Kabel oder der Riemen, wie auch immer die Kraft übertragen wird, drüber geführt, ne? Dass die. Genau, das ist wie so eine Nierenscheibe, ne? Wenn ich mich an eine Maschine setze, gibt es noch irgendwas, wo ich vielleicht selbst auch als Nicht-Fachmann erkennen kann, diese Maschine ist vielleicht nicht die richtige für mich? Manche Maschinen sind nicht auf den einzelnen, wir haben ja ganz vorhin schon davon gesprochen, wir haben verschiedene Körpersegmentlängen, Körperteillängen. Und wenn eine Maschine nicht auf den Körper angepasst werden kann, dann ist sie einfach nicht geeignet. Ja, also beispielsweise ein Beinstrecker, ein Curl, wenn ich hier nicht die Lage des Hebels in Relation zu meiner Unterschenkellänge verstellen kann, dann ist sie für mich definitiv nicht geeignet. Woran merke ich das? Es sind einfach keine Verstellmöglichkeiten und ich fühle mich in die Maschine hineingezwängt und meine Kniedrehachse liegt nicht auf der Maschinenachse. Und darauf sollte, vielleicht ist das noch so ein Hinweis, das ist immer ganz wichtig, wenn ich ein Gelenk trainieren will, dann muss dieses Gelenk oder die Gelenkachse in der Verlängerung der Maschinenachse liegen, sonst kann das nicht funktionieren und es treten hohe Scherkräfte auf, die wiederum sehr unangenehm sind. Eine Frage, die ich häufig bekomme, ist so Training, Krafttraining im reiferen Alter, ich sag mal so 45, 50, 60 Jahre und noch älter. Gibt es da aus biomechanischer Sicht irgendwie Unterschiede? Gibt es bestimmte Dinge, die zu beachten wären? Ja, wir müssen einfach wissen, das gehen wir ruhig mal in die höheren Altersbereiche hinein, dass im Alternsprozess dieses Getriebe, diese Verbindung vom Muskel zum Knochen, also die Sehne, weicher wird. Das heißt, sie ist nicht mehr so steif und kann damit nicht mehr so hohe Lasten übertragen. Daraus schließe ich, dass wir die Lasten beim älteren Menschen grundsätzlich nicht so extrem werden lassen sollten, wie beim jüngeren Menschen, der einfach frisch und gut anpassbar ist, sondern hier doch etwas moderater mit den Lasten sind. Zudem müssen wir eben auch akzeptieren,
dass der Knochen nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat, nicht mehr die Festigkeit hat. Das heißt, auch die Wegebeanspruchung, die auf den Knochen durch den Muskel kommen, sollten wir nicht zu hoch werden lassen. Also Rat, lieber dann ein paar Wiederholungen mehr und nicht ganz so viele, nicht ganz so hohe Lasten auflegen. Jetzt sagtest du, der Knochen passt sich ja an, der Belastung, also wenn ich mit Gewichten trainiere, dann verändert das auch den Aufbau des Knochens. Ja, natürlich, bei den Muskeln sieht man es ja, die werden größer, wenn man sie trainiert. Bei den Sehnen gibt es da auch Veränderungen und kann ich vielleicht so nochmal gefragt, weiß nicht, im Alter von 60, 70 Jahren auch diese Alterungsprozesse, also was man ja häufig hört, ist eben poröse Knochen im Alter, ist das reversibel? Nicht komplett reversibel, aber ich kann auf jeden Fall den Abbau reduzieren und die Abbaugeschwindigkeit reduzieren. Beim Muskel ist es auch ohne weiteres möglich, im höheren Alter noch einen Muskelaufbau oder einen Muskelzuwachs zu erreichen. Nur es geht nicht mehr ganz so schnell und nicht mehr ganz so einfach wie im jüngeren, im frischen Alter. Bezüglich der Sehnen haben wir eben drüber gesprochen. Durch Belastung oder durch Training mit hohen Lasten werden die Sehnen etwas steifer. Das macht sehr viel Sinn, denn dann können sie mehr Energie speichern und die bei dynamischen Bewegungen auch immer wieder zurückgeben. Das heißt, das System ist einfach besser. Beim Älteren wiederum wird die Sehne etwas weicher, also etwas weniger steif. Damit kann sie auch weniger Last übernehmen. Sie speichert auch weniger elastische Energie. Deswegen ist der ältere Mensch auch nicht mehr ganz so spritzig. Training im Alter, ja, auf jeden Fall. Auch Krafttraining im Alter ist ganz wichtig. Nur eben müssen wir mit den Lasten etwas geschickt pausieren. Gibt es denn da eine Möglichkeit? Also ein klassisches Prinzip im Krafttraining ist ja progressiv den Widerstand zu erhöhen. So, und zwar idealerweise in genau der Geschwindigkeit, in der sich der Bewegungsapparat anpasst. Gibt es da irgendwo eine Grenze? Also wenn ich jetzt als, sage ich mal, 65-Jähriger feststelle, ach Mensch, ich baue hier auf, ich werde stärker. Gibt es da irgendwo einen Punkt, wo ich dann selbst feststellen kann, jetzt passe ich mal lieber auf, sonst überlaste ich hier vielleicht meinen Knochen oder meine Sehne? Ich meine, natürlich, ich kann meine Last etwas oder die Belastung etwas erhöhen, wenn mein System angefangen hat, sich anzupassen und sich zu verbessern. Nur wir müssen immer wieder berücksichtigen, im Alter geht das Ganze nicht mehr so schnell. Und ich würde stark dafür plädieren, über längere Zeit die Last gleich zu halten und dann moderat zu steigern. Also nicht schnell stufenförmig alle 10 Tage oder ähnliches, wie wir es beim Jugendlichen, beim jungen Menschen machen können. Ich würde gerne nochmal zur Eingangsfrage kommen. Ich hatte dir ja gefragt, wann du das letzte Mal barfuß gelaufen bist. Das ist tatsächlich eine heiß diskutierte Frage, ja auch im Krafttraining. Soll ich am besten, nehmen wir jetzt mal die Kniebeuge, mache ich die am besten barfuß, weil das die natürliche Art und Weise ist, in die Kniebeuge zu gehen. Der Steinzeitmensch hat es ja schließlich auch so gemacht, wenn er einen schweren Stein hochgehoben hat oder ein erlegtes Reh auf dem Rücken gehabt hat. Oder ist es besser, Gewichtheberschuhe zu verwenden, die einen Keil haben? Oder ich bin ganz ehrlich, als ich vor 20 Jahren mit dem Krafttraining angefangen habe, da habe ich meine Laufschuhe getragen. Auch das sieht man ja immer noch häufiger, dass Leute einfach in ganz normalen Laufschuhen Krafttraining machen. Was sagst du da als Biomechaniker zu? Gibt es da ein Optimum? Ich würde auf jeden Fall davon abraten, dass Krafttraining, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann auch mit Hanteln und relativ hohen Lasten auf keinen Fall barfuß zu machen. Wir und unsere Sprunggelenke und unsere Füße sind nicht mehr darauf vorbereitet, sind instabil. Und sie werden massiv beansprucht. Die gesamte Last muss über das Sprunggelenk, über den Fuß auf den Boden übertragen werden. Das muss uns mal klar sein. Und wir sind dort nicht mehr so wie die Vorfahren, wie die Steinzeitkollegen in Bezug auf die Sprunggelenksbelastung vorbereitet und damit sind wir deutlich instabiler und das ist für uns ein Schwachpunkt. Also Schuhe, stabile Schuhe anziehen, nicht unbedingt Gewichtheberschuhe. Gewichtheberschuhe brauche ich, wenn ich mit hohen Lasten aus der tiefen Beuge in die Hochstrecke gehe, um das Sprunggelenk nicht so weit oder den Unterschenkel hinreichend weit nach vorne bringen zu können, damit ich die Hand überhaupt
unter dem Körper fixieren kann, sonst geht das nicht. Wenn die Lasten nicht ganz so hoch sind, dann reicht auch ein ganz normaler planer Schuh. Also ich würde immer empfehlen, einen Schuh anzuziehen. Der Schuh sollte nicht instabil sein, also nicht unbedingt jetzt so ein Nike Free oder ähnliches, wenn ich Hantel-Training mache. Er sollte keine zu hohe Sprengung haben, also die Ferse sollte nicht zu hoch in Relation zum Vorfuß sein, also kein Gewichtheberschuh. Das brauche ich wirklich erst, wenn ich mit den ganz extremen Lasten richtig olympisches Gewichtheben mache. So ein Klassiker sind ja diese Chucks, die sehr einfach aufgebaut sind. Wäre das so ein Schuh oder ist das zu wenig? Das reicht meines Erachtens voll und ganz aus. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn ich einen nicht zu instabilen Laufschuh nehme. Vielleicht noch zum Thema Barfußtraining, Barfußlaufen. Natürlich ist eine hervorragende Form, um die Strukturen des Fußes wieder zu kräftigen, wieder zu stärken. Barfuß, auch die Zehenbeuger zu aktivieren, eine hervorragende Sache, auch die Zehenstrecker dann zu aktivieren, unbedingt notwendig. Nur das sollten wir ohne große Zusatzlast zu machen. Ein paar hundert Meter barfuß zu laufen auf einem weichen Rasen, vorausgesetzt, da sind keine Splitter und keine zerschlagenen Bierflaschen oder ähnliches im Rasen, ist ein hervorragendes Training, steigert und verbessert die Fußmuskulatur, verbessert die Qualität der Bänder und Sehnen unter und um den Fuß herum, ist also unbedingt anzuraten. Aber bitte, wenn wir es nicht gewohnt sind, sollten wir nicht barfuß laufen, also über längere Distanzen laufen. Es gibt sehr gute Befunde, dass solche, die zum Barfußlaufen übergewechselt haben, in einem ganz hohen Prozentsatz sich massiv geschädigt haben. Knochenödeme, Ermüdungsbrüche sind eigentlich die logische Folge. Der Übergang vom beschuhten Laufen zum Barfußlaufen dauert mindestens 1,5 Jahre. Und in der Regel hat man nicht oder nimmt man sich nicht die Zeit und hat nicht die Geduld, dieses zu tun. Und dann lieber Barfußtraining, aber Laufen dann mit anständigen Laufschuhen. Man hört ja immer die erfolgreichen Marathonläufer, die aus Afrika kommen, dass die halt auch ihr Marathontraining mit der sehr hohen Umfängen auch barfuß laufen. Das heißt, das ist grundsätzlich schon möglich, dahin zu kommen. Sagen wir so, das ist eine Fake News. Okay. Ja, also die wirklich trainieren und nicht in ihrer Kindheit da so ein bisschen rumgelaufen sind, ja, die laufen sehr wohl mit Schuhen und die trainieren ja auch sehr, sehr häufig auf verdichteten Böden, also auch auf Straßen und Ähnlichem. Okay, dann konnten wir jetzt einen Mythos hier ausräumen, das ist auch gut. Ich meine, das ist genauso, es wird berichtet, dass die Ostafrikaner alle Vorfuß laufen. Es gibt Arbeiten, die haben das gezeigt, dass sie vorrangig Vorfuß laufen, aber in diesem Experiment ist es genauso, wenn wir jemand die Schuhe ausziehen, dann läuft er zunächst mal auf dem Vorfuß, aber wenn er dann Schuhe tragen darf und über längere Distanzen, dann wird er ganz schnell wieder zum Normalen, also zum Rückfußläufer. Und eine andere Arbeit hat beispielsweise auch aus Kenia gezeigt, bei einem anderen Stamm, ja, die sind alle mit dem Rückfuß erst aufgetreten. Vielleicht bevor wir da reingehen, noch mal kurz zur Definition. Was heißt denn eigentlich Vorfuß, Mittelfuß, Rückfuß? Ein Vorfußläufer tritt mit dem Vorfuß, das heißt mit dem Fußballen auf und bleibt auch auf diesem Fußballen während des gesamten Bodenkontaktes. Wir haben eine Studie gemacht mit über 6.000 Läufern. Von denen haben noch nicht einmal 2% diese Vorfußtechnik angewendet. Und die durften laufen, wie sie wollten, sozusagen. Die sind Wettkämpfe gelaufen. Das haben wir bei 10.000 Meterläufen, bei Halbmarathon und beim Marathon gemacht. Und da waren auch welche dabei, die richtig gut waren, richtig schnell waren. Ja. Gut, Mittelfuß, das wären die treten eigentlich mit dem Vollfuß auf. Und Rückfuß, die treten erst mit dem hinteren Teil des Fußes auf und wickeln dann über den Mittelfuß bis zum Ballen. Diese Studie, die ich eben erwähnt habe, hat gezeigt, dass 95% aller Läufer zuerst den Bodenkontakt mit dem Rückfuß haben. Interessant ist, dass von diesen 95%, dass sich 30 oder über 30% als Mittelfuß- oder sogar Vorfußläufer subjektiv einschätzen. Ich meine, in Laufbüchern liest man ja häufig,
dass dieses mit der Ferse zuerst aufkommen Energie verbrennt. Das ist absoluter Unsinn. Ja, ich verbrenne und brauche mehr Energie, wenn ich mit dem Vorfuß Kontakt habe, also Vorfuß laufe. Denn ich muss die gesamte Zeit über die Muskulatur mein Sprunggelenk, meine Fußgelenke und mein Kniegelenk und Hüftgelenk stabilisieren. Ich brauche einen viel, viel größeren Aufwand. Die Belastung der Gelenke ist durch die erhöhte Muskelkraft deutlich höher. Man kann ohne weiteres davon ausgehen, dass 30-40% mehr Belastung auf den Gelenken liegt, wenn ich mit dem Vorfuß laufe, als wenn ich die normale Abwicklung über den Rückfuß mache. Das ist ja auch eine heiß diskutierte Frage. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Technik Pose Running. Meines Erachtens ist es eine sehr künstliche und aufgesetzte Form der Fortbewegung. Lass uns doch die natürliche Form unserer Bewegung nutzen. Wofür haben wir diesen langen Fuß? Wofür haben wir die Ferse, dass wir sie aufsetzen können und dann natürlich abwickeln können? Stell dir doch mal vor, wir würden mit dem Vorfuß zuerst auftreten. Wir müssten unseren Schritt deutlich verkürzen, damit das überhaupt gelingt, wenn wir den Unterschenkel nach vorne geschoben haben. Also meines Erachtens ist das hier etwas sehr Künstliches, was wir versuchen zu machen, dass wir versuchen, die Schrittlängen nicht zu lang zu machen, um das Bremsen beim Aufsatz nicht zu favorisieren. Das ist völlig klar, aber diese künstliche Form des Vorfußtänzels, da haben sie so viele Arbeiten gezeigt, dass es definitiv sehr belastend ist. Gut, wenn ich natürlich sprinten will, dann geht es nicht anders, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, über den gesamten Fuß abzuwickeln. Dann bleibe ich auf dem Vorfuß, stelle den Fuß steif und versuche, mich darüber anzutreiben. Aber dann bin ich auch ein bisschen schneller unterwegs als beispielsweise bei meinem 10-Kilometer-Lauf oder vielleicht beim Halbmarathon. Was empfiehlst du denn jemandem, der anfängt zu laufen? Sollte der auf seine Lauftechnik achten oder sagt einem, ich formuliere es mal so, sagt einem das der Körper dann schon, wie man zu laufen hat? Wenn jemand ein bisschen Bewegungserfahrung hat, dann sagt mir der Körper sehr, sehr viel. Viel problematischer ist, dass wir uns manchmal so Asymmetrie angewöhnen, dass wir beispielsweise den Armschwung beim Laufen asymmetrisch, also links mehr als rechts machen und so weiter. Und dazu, damit man hier eine vernünftige Fortbewegung, eine symmetrische Fortbewegung können, eine symmetrische Bewegung überhaupt zeigt, dazu hilft es dann manchmal so ein Lauftraining und Laufstiltraining mitzumachen. Aber ich denke, so grundsätzliche Veränderungen an der Art des Laufens, wenn wir ein bisschen Bewegungserfahrung haben, ist für mich kontraproduktiv. Jetzt hatten wir eben über das Barfußlaufen gesprochen, also grundsätzlich in einem geringen Umfang, also auch, ich nehme jetzt für mich mal mit, wenn man draußen mit den Kindern spielt oder irgendwas auf dem Rasen rumläuft, dann ist das sehr gesund, barfuß zu laufen. Marc, nennen wir es nicht Laufen, sondern nennen wir es Barfußtraining. Super. Ja, da laufe ich ja nicht nur geradeaus, dann bewege ich mich mal seitwärts, drehe mich und so weiter, springe etwas. Das ist eine hervorragende Sache und eine ganz wichtige Sache. Nicht nur für den Erwachsenen, gerade auch und für Kinder. Du sagtest, wenn jemand überhaupt über eine längere Strecke barfuß laufen möchte, braucht er mindestens 1,5 Jahre, um dahin zu kommen. Wie würde man denn dahin kommen, ohne sich eine ernsthafte oder auch langwierige Verletzung einzufangen? Ja, es ist ein ganz langsamer Prozess, dass wir zuerst über das Barfußtraining die Muskulatur und die Strukturen des Fußes wieder verbessern, um dann vielleicht mal nach einigen Wochen zu ersten vorsichtigen Läufen 400 Meter, 800 Meter auf Rasen kommen, auf einen weichen Untergrund. Dann kommt die Phase, dass man sich auf die härteren Untergründe anpasst, das geht auch sehr, sehr langsam. Und dann irgendwann wird der Umfang gesteigert, die Intensität gesteigert, wie das ganz normal beim Training ist. Nur bitte, wir haben es mit Strukturen hier zu tun, die sehr, sehr langsam adaptieren, sich sehr, sehr langsam anpassen. Deswegen brauchen wir auch diese wahnsinnig hohe Zeit. Es sind nicht nur die Muskeln, die da reagieren müssen. Muskeln sind schnell zu trainieren. Das ist einfach, das ist das Simpleste, was man machen kann, Muskeltraining. Viel, viel schwieriger ist es Gelenktraining, Knochentraining, Knorpeltraining, Sehnen- und Bandtraining. Und das sind schon alarmierende Daten, die da mittlerweile vorliegen, ne? Dass über 90% derer, die zügig in dieses Barfußlaufen übergehen, dann wirklich Knochenödeme haben, beziehungsweise auch Ermüdungsbrüche zeigen. Also es ist auch nicht nötig.
Okay, also am besten ist es Schuhe, Laufschuhe zu tragen. Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene. Es gibt stark gedämpfte, weniger gedämpfte Laufschuhe. Es gibt Schuhe für Pronierer oder Supinierer. Es gibt Neutralfußschuhe. Für jemanden, der sich da nicht so intensiv mit beschäftigt, ist es eigentlich eine schier unübersichtliche Anzahl von verschiedenen Modellen, die auch alle einen speziellen Zweck erfüllen sollen. Wie finde ich denn jetzt einen guten Laufschuh, wenn ich in einen Sportladen reingehe? Woran erkenne ich das? Ja, zunächst mal, du sprachst Pronieren und Supinieren. Also das Pronieren, dieses nach innen knicken des Fußes, das Innenkippen des Fußes. Das ist eine ganz natürliche und physiologisch sinnvolle Bewegung. Das ist so auch ein Hype, dass da im Schuhgeschäft nachgeguckt wird, ob der Fuß sich nach innen bewegt. Ein Pronierer, jemand, der eine Pronation zeigt, ist weniger häufig verletzt als solcher, der keine Pronation zeigt. Das ist doch spannend. Ne? Das heißt, die Inzidenz, die Wahrscheinlichkeit, dass man verletzt ist, ist geringer, wenn ich proniere, als wenn ich nicht proniere. Es ist nur 2% der Menschen haben eine so starke Pronation, aber das ist dann wirklich auch schon krankhaft, dass es zu einer erhöhten Verletzungswahrscheinlichkeit führt. Nur 2%. Das heißt, dieses nach innen knicken ist physiologisch, macht sehr viel Sinn. Wir gucken also nach dem Falschen eigentlich, wenn wir da uns oft beraten lassen. Was viel wichtiger ist und was viel problematischer ist, ist das Knie. Denn die meisten Verletzungen bei den Läufern sind Knieverletzungen oder Knieüberbelastungen. Etwa 50% der laufinduzierten Verletzungen sind Knieverletzungen. Und wo kommen die her? Die kommen im Wesentlichen daher, dass wenn wir den Fuß mit einem traditionellen Laufschuh, mit einer starren, relativ breiten Sohle oder auch dämpfenden Sohle, aber auf jeden Fall einer kantigen Sohle aufsetzen, wir setzen außen auf, dann wird der Fuß in die Verkippung hineinkatapultiert und die Kraft wird nach innen verschoben, streicht innen am Knie vorbei und erzeugt am Knie eine sogenannte Adduktion. Das heißt, drückt das Knie vermehrt in die oberen Position. Damit wird auf der Innenseite ein Druck erzeugt, ein erhöhter Druck und auf der einen Seite, Außenseite ein erhöhter Zug. Dieser erhöhte Zug belastet insbesondere den Bandapparat, den Kapselapparat. Und das hören wir dann hinterher, das ist dann das Runner's Knee. Diese Bewegung des Schuhs, die kann ich mir dann vorstellen wie vielleicht wie so eine Holzplatte, die auf den Boden fällt. Also das genau, oder eine Kipplore. Mhm. Das heißt also, der Schuh, der traditionelle Laufschuh, egal gedämpft oder wie auch immer, bringt eigentlich die Probleme. Und wenn wir dann auf der Innenseite noch eine Stütze, weil wir ja einen Pronierer haben, noch haben, dann wird der ganze Effekt noch verstärkt, denn diese Stütze drückt Angriffspunkt der Kraft noch weiter nach innen und erhöht den Hebel am Kniegelenk. Das heißt, häufig versorgen wir dann den angeblichen Pronierer mit einem Supportschuh, mit einem Unterstützungsschuh und wir erhöhen das Problem am Knie. Genau das ist der Punkt, warum wir ja grundsätzlich über Schuhe noch einmal nachgedacht haben und eine andere Idee generiert haben, die jetzt gerade aktuell umgesetzt ist. Ja, du hast eine Firma mitgegründet. Ich muss das erstmal, das Gehörte so ein bisschen verarbeiten, weil das ja im Prinzip sämtliche Paradigmen, die einem Läufer, also ich bin selbst seit 20 Jahren leidenschaftlicher Läufer, die ich so mitgekriegt habe, ja, völlig auf den Kopf stellt. Das heißt im Prinzip erstmal, Pronationsstütze brauchen die meisten Menschen nicht, bis auf die 2% vielleicht, die eben ja eine krankhafte Vorbedingung haben, wo man dann eben auch was gegen machen kann. Und die Art der Laufschuhe, die die meisten Menschen tragen, sind eher kontraproduktiv für sie. Du hast es auf den Punkt gebracht. Das heißt, wir haben bisher mit den Laufschuhtechnologien versucht, ja, ich sag mal, an einem Phänomen herumzudoktern, ohne die Ursachen dieses Phänomens anzugehen. Und es ist doch viel sinnvoller, wenn wir glauben, ein Problem zu haben, dass wir die Ursachen des Problems verändern. Und das ist eigentlich der Ansatz. Bisher hat man eben nur an Symptomen gearbeitet. Vielleicht erstmal vom Konzept her, was ist denn die Lösung? Das war ja genau unser Ansatz, warum wir gesagt haben, wir machen A, diese Firma, die das
gemacht haben. Das sind Leute, die mindestens 20, 25 Jahre in diesem ganzen Laufschuh-Business sowohl von der Konstruktion wie auch von der Wissenschaft gearbeitet haben. Ich meine, ich habe über 25 Jahre mich wissenschaftlich mit dem Thema Schuh beschäftigt und Fuß beschäftigt. Und mein Partner, der André Krivet, der hat bei den Großen, bei ASICS, Nike und Hooks maßgeblich die Entwicklung gemacht. Das heißt, er hat die Schuhe konstruiert, er hat die Schuhe gebaut. Das heißt, wir wissen schon, über was wir reden. Gut, das Konzept ist eigentlich ganz simpel. Wir haben nach einer Idee gesucht, wenn wir den Fuß aufsetzen, die Kraft unmittelbar unter dem Gelenk zu zentrieren. Das heißt, unter dem Sprunggelenk und unter dem Kniegelenk. Denn wenn eine Kraft unter und durch ein Gelenk wirkt, dann erzeugt sie keine Drehkraft und damit keine Verkippung. Das heißt, die Kraft darf keinen Hebel haben. Und um dieses Problem zu lösen oder um eine technische Lösung zu finden, sind wir in die Biologie hineingegangen und haben uns mal angeguckt, wie macht denn der Mensch oder der menschliche Körper das, wenn er beispielsweise keinen Schuh anhat. Und dann haben wir gesehen, dass zum Beispiel um unser Fersenbein so ringförmig ein Bindegewebskörper liegt, der Fettkörper. Der liegt rund um das Fersenbein herum, nicht so unter dem Fersenbein, sondern rund um das Fersenbein. Und dann wirkt dieser Fettkörper, dieser Ring, so wie eine Schale, in die du eine Kugel wirfst. Die Kugel wird sofort in der Mitte dieser Schale zentriert. Das heißt, sie wirkt, die Gewichtskraft dieser Kugel wirkt zentral in dieser Schale. Genauso ist es bei diesem Fettring unter dem Fersenbein. Durch diesen Fettring, egal von welcher Seite wir auftreten, die Kraft wird unmittelbar unter dem Fersenbein zentriert. Ah, und ist damit senkrecht unter dem Knie. Exakt, du hast es genau erfasst. Damit entwickeln wir keine Drehmomente und keine schädlichen Kipp- und Drehbewegungen. Und das heißt, wenn ich so eine Verkippung habe, dann habe ich die Kraft nicht, also mit den traditionellen Laufschuhen habe ich die Kraft ein bisschen versetzt zum Knie und dadurch habe ich ein Drehmoment, das ich nicht haben will, weil das den Knorpel falsch belastet, die Sehnen falsch belastet und so weiter. Und genau die Ursache für die Verletzung darstellt. So, und das, diese Idee haben wir dann umgesetzt und haben so einen Ring oder ein U im Fersenbereich angesiedelt unter dem Rückfuß und erreichen genau, und dies ist ein weiches Material, weich wie unser Fettgewebe unter der Ferse oder um die Ferse herum. Und wir erreichen damit, egal ob ich ganz weit hinten aufsetze oder mehr außen aufsetze, sofort rutscht die Kraft und wird die Kraft geleitet in die Mitte dieses Us, wirkt zentrisch an den Gelenken, am Sprunggelenk und am Kniegelenk und verkippt die Gelenke nicht mehr. Wenn jetzt dieses Material noch als weiches, sehr weiches Material genutzt wird oder eingebracht wird, dann, Anführungszeichen, dämpft es. Was bedeutet, es absorbiert zunächst Energie. Wenn es dann geschickt gewählt ist, dieses Material, und das haben wir versucht, wird diese Energie wieder freigegeben. Das heißt, das Material richtet sich nach einer bestimmten Zeit, und zwar relativ schnell, wieder auf und hilft der Ferse, sich zu heben und die Kraft nach vorne auf den Vorfuß zu bringen, um dann bequem abdrücken zu können. Also speichert einen Teil der Energie und gibt sie dann wieder ab. Richtig. Dazu brauchen wir ein ganz spezielles Material, nämlich ein Material, was A, gut verformbar ist, um viel Energie zu speichern, und auf der anderen Seite, was möglichst viel der Energie zurückgibt. In unserem Fall geben wir mehr als 75% der hineingesteckten Energie wieder zurück. Das hilft der Ferse, sich zu heben und den Körper nach vorne zu transportieren. Und deswegen empfinden die Läufer das so als angenehm, als dynamisch und als ein bisschen Hilfestellung beim Laufen. Es ist also eine angenehme, komfortable, weiche, dynamische Angelegenheit, gleichzeitig mit einer starken Stabilisierung, weil wir eben keine Instabilität überhaupt erst aufkommen lassen. Das betrifft jetzt die Ferse. Im Vorfuß ist es dann, wird die Kraft, die nach vorne geleitet wird, deswegen gibt es ja dieses U, das heißt, es ist ja ein Kreis mit einem Ausgang. Wenn die Kraft dann durch diesen Ausgang nach vorne sich bewegt, wird sie von einem umgekehrten U wieder aufgefangen und nach vorne geleitet, genau in der Mitte des Fußes, um auch dann, wenn ich Vorfußkontakt habe zum Abdruck, keine Scherkräfte oder keine Querkräfte auftreten zu lassen, um auch hier die Gelenke sauber zu führen und den Abstoß ohne unnötige Seitwärtsbewegung zu ermöglichen.
Deswegen ist das Laufen auch damit mit diesem Schuh einfach ökonomischer und effizienter. Wenn ich dir so zuhöre, in der Theorie, das überzeugt mich sofort, ist auch absolut plausibel, wo der Vorteil ist. Wie ist das denn in der Praxis? Könnt ihr da schon auf Untersuchungen zurückblicken mit diesem True-Motion-Schuh? Ja, ich meine, nicht ohne Grund habe ich ja viele, viele Jahre Biomechanik betrieben. Natürlich, bereits die Prototypen wurden massiv biomechanisch untersucht. Auch jetzt die Serie, die ja jetzt seit 3,5 Monaten auf dem Markt ist, länger sind wir noch gar nicht auf dem Markt, wurde sehr, sehr intensiv studiert. Und bei Leuten, bei Läufern, die eine sehr starke Innenrotation des Unterschenkels haben unter dem Knie, können durch diese Schuhe, diese Rotation um bis zu 30% reduziert werden. Solche, die eine Verkippung nach außen, wie wir es eben besprochen haben, übermäßig haben, dort wird diese Verkippung oder diese Drehmomente, die auftreten, bis zu 50% reduziert. Also da ist schon ein Rieseneffekt. Die Läufer, die den Schuh jetzt gelaufen sind, sind nahezu durchgängig begeistert bis enthusiastisch. Also die sagen, ich kann wieder ohne Kniezipperlein laufen. Mein Fuß kann richtig wieder seine Arbeit verrichten. Und es macht Riesenspaß damit, weil man eben nicht so viel kämpfen muss gegen diese Fehlbewegung, sondern sich seinem Lauf, seiner Vorwärtsbewegung wirklich widmen kann und die genießen kann. Feedback ist ungemein gut. Natürlich, es gibt auch den einen oder anderen, der nicht unbedingt damit zurechtkommt, aber das sind sehr, sehr wenig. Es ist keine 2%, die uns berichtet haben, dass sie damit nicht zurechtkommen, warum auch immer. Der Rest ist, wie gesagt, begeistert. Die ersten Läufer sind damit jetzt in Köln den Marathon und Halbmarathon gelaufen und haben zum großen Teil die Zeit des letzten Jahres unterbrochen. Sitzt die Firma auch in Köln? TrueMotion sitzt in Münster mit einer Filiale in Köln. Wir sind ja nur ganz wenige. Wir haben keinen Investor, sondern haben gesagt, nein, wir wollen das alleine stemmen. Wir wollen auch nicht, wie es sonst in größeren Unternehmen ist, dass viele da reinreden, sondern wir wollen die Entscheidung treffen und es so machen, wie wir glauben, dass es richtig ist. Und wir wollen einen Schuh machen, der für den Läufer da ist, dem Läufer hilft, gesund seinen Laufsport zu machen oder laufen zu können. Und es geht nicht um Margen und Design. Der Schuh ist meines Erachtens auch hübsch, nett, gut anzusehen, aber das ist nicht das Primäre. Das Primäre ist, dass er funktioniert und scheint gut funktionieren. Er heißt Nevos. Das ist der nächste Evolutionsschritt im Laufschuh und es scheint die richtige Technologie zu sein, die wir jetzt gefunden haben. Ich habe den Schuh selbst noch nicht anprobiert, ich möchte das aber gerne tun. Also ich bin jetzt wahnsinnig neugierig, ich werde wahrscheinlich als nächstes gleich mal gucken, wo ich den bekommen kann. Muss jetzt schon sagen, ich wünsche euch da viel, viel Erfolg, weil der Markt ist ja, also da sind die großen Player am Markt, die natürlich auch mit einer ungeheuren Werbepower da vertreten sind. Finde ich sehr inspirierend. Ja, Marc, du hast völlig recht, da ist Werbepower dahinter, aber wir haben eben auch festgestellt, dass seit ja eigentlich fast 2 Jahrzehnten keine eigentliche technische Neuerung, keine neue technische Idee gekommen ist. Und deswegen glauben wir, dass wir auch unseren Platz finden. Wir haben nicht die Werbepower, wir werden nie in diese Richtung hineingehen können. Das muss sich rumsprechen von Läufer zu Läufer. Wir müssen den Läufer überzeugen und der Läufer wird dann seine Kollegen und andere Läufer davon überzeugen. Deshalb gibt es auch den Schuh nicht überall, sondern nur bei den Profis, bei den Laufprofis, also bei den Spezialläden zum Laufsport in Hamburg, Lunge, weil du das ja wissen wolltest. Ja. und natürlich dann bei uns im Onlineshop. Ach so, bei euch auf der Website kann man den kaufen. Bei den großen Ketten dann eher nicht? Also so Sportcheck, Karstadt Sport oder so? Nein, weil wir glauben, dass uns das momentan überfordern würde und zudem wir nicht diese individuelle und die bestmögliche Beratung und Aufklärung des Läufers dort sehen. Gibt es auch Menschen, für die der Schuh vielleicht nicht geeignet ist? Also Läufer konkret?
Nein, wir haben ja nicht mehr die Kategorien. Wir haben nicht mehr den Pronierer oder Supinierer. Wir haben nicht mehr den Neutral- oder den Support-Schuh, sondern dieser Schuh, der ja die Probleme von Anfang an überhaupt nicht auftreten lässt, dieser Kategorien, brauchen wir eben auch nur dieses eine Modell. Für, ich sage mal, 95% aller Läufer werden mit diesem Schuh sehr gut zurechtkommen. Ob ein Hyperpronierer vielleicht nicht damit zurechtkommt, ich glaube es eigentlich auch nicht. Aber es gibt bestimmt welche, die aus irgendeinem Grunde, vielleicht auch weil die Passform nicht so für den gegebenen Fuß geeignet ist, eigentlich müsste jeder damit zurechtkommen. Ich habe noch eine Frage generell zum Thema Laufschuhe, und zwar das Thema Einlagen. Ich selbst trage zum Beispiel seit Jahren schon so eine spezielle Art der orthopädischen Einlage. Die nennt sich sensorische Einlage, also versucht sozusagen den Fuß so ein bisschen zu unterstützen in einer biomechanisch vorteilhaften Abrollbewegung. Was hältst du generell von solchen Sporteinlagen? In der Regel sind sie nicht notwendig und die Evidenz der Wirksamkeit ist in der Regel nicht gegeben. Es gibt eine Möglichkeit, die Muskulatur zu aktivieren durch solch eine Einlage, durch so eine sensorische Einlage, die den Fuß in die Eversion, das heißt in die Pronation hineindrückt. Aber ich denke, das ist nicht notwendig. Das regelt der Fuß schon selber. Sehr sinnvoll sind Einlagen im Vorfußbereich. Wenn wir beispielsweise einen extrem ausgebildeten Spreizfuß haben, dann wird der Mittelfußknochen etwas durch solch eine Pelotte unterstützt. Macht sehr viel Sinn. In vielen Sporteinlagen ist das vorgesehen. Diese Innenstütze ist a wenig wirksam und in der Regel, wenn wir das Problem, nämlich der Verkippung, gar nicht auftreten lassen, nicht notwendig. In dem Schuh, den wir konzipiert haben, ist es möglich, eine Sporteinlage hineinzupacken und zu tragen. In der Regel sagen uns aber die Läufer, in dem Schuh brauchen wir sie gar nicht mehr. Spannend. Also ich bin schon wirklich neugierig darauf. Ich werde auch mal für alle, die jetzt zuhören und meinen Newsletter abonniert haben, ich werde da auch nochmal ein Update geben, wenn ich vielleicht ein paar Wochen, Monate mit dem Schuh gelaufen bin. Genau, probier es einfach mal aus. Da können wir uns auch gerne nochmal drüber unterhalten. Auch würde mich mal dein Feedback interessieren, ob du auch dann zum Schweben kommst. Ja. Also für mich hört sich da, und das ist nur ein Bauchgefühl gerade in diesem Moment, so ein bisschen so an, als hätte ich sozusagen das, weil ich trage größtenteils klassische Laufschuhe, dass sozusagen die Einlage versucht, das dann noch mal so ein bisschen zu, weil ohne Einlage habe ich mehr Probleme als mit. Mit klappt das ganz gut eigentlich. Ich laufe aber auch nicht mehr so große Umfänge. Ich bin früher viel Marathon gelaufen, jetzt laufe ich ja einmal um die Alster, das sind 7,5 Kilometer. Probier es einfach auch mal aus, mit und ohne Einlage. Dein Feedback würde mich sehr interessieren. Mache ich, ja. Peter, ich würde ganz gern zum Ende noch mal ein bisschen persönlich dir ein paar Fragen stellen, die mich einfach interessieren. Wenn du das Wort Erfolg hörst, du hast ja im Leben wahnsinnig viel erreicht. Also du hattest auch erzählt, dass du Projekte betreut hast, die zum Teil vom Innenministerium in Auftrag gegeben wurden. Bei den Olympischen Spielen in vielen, angefangen von 1988 bis ins Jahr 2000, dann den Lehrstuhl betreut und so weiter. Jetzt, wo andere sozusagen sagen, cool, endlich bin ich raus aus dem Job und kann das Leben genießen, bist du weiter aktiv und versuchst was zu tun für die Sportler. Und was hast du Vorbilder? Gibt es jemanden, an den du als erstes denkst oder der einfällt, wenn du den Begriff Erfolg hörst? Oh, das ist natürlich jetzt eine sehr delikate und schwierige Frage. Also da denke ich bestimmt nicht an einen Fernsehstar oder an einen Schauspieler. Ich weiß auch nicht, ob ich einen Sportler denke. Doch, vielleicht Erfolg. Vielleicht könnte man jetzt ganz aktuell an Niklas Kaul denken, der in Doha einen Riesenerfolg hatte und das mit solch einer Klarheit in seinem Handeln. Der hat nicht überzogen, der hat nicht da nochmal Versuche im Stabhochsprung zugelegt, die ihn vielleicht noch etwas weiter nach vorne gebracht hätten, aber ihm sehr viel Kraft gekostet haben. Das war schon sehr klug, wie er das gemacht hat. Das
könnte sein. Aber vielleicht denkt man eher dann an solche Menschen wie Barack Obama, der Menschen zusammengebracht hat und versucht hat, viele Probleme, viele Konflikte zu lösen oder zumindest anzugehen, sie zu lösen und Lösungsvorschläge vorgelegt hat. Vielleicht denkt man aber auch an Wissenschaftler oder an Menschen, die große Ideen hatten, wenn sie auch nicht umgesetzt waren. Nehmen wir Da Vinci. Leonardo da Vinci war ein Mediziner, ein Ingenieur, ein Maler, faszinierend. Also das, was vielleicht viele Menschen so als den Erfolgreichen sehen, den erfolgreichen Geschäftsmann, den erfolgreichen Star, das ist eigentlich für mich nicht so das, was ich mit Erfolg in Verbindung bringe. Gibt es etwas, was du gerne an dir ändern würdest, wenn du könntest? Ja, vielleicht über die Zeit doch etwas mehr Geduld zu bekommen. Ich will, dass Dinge, wenn ich sie angehe, andenke, dann auch zügig umgesetzt werden. Aber das ist, weil du es eben ansprachst, auch jetzt die Möglichkeit. Ich kann jetzt im Grunde genommen Translation betreiben von dem, was ich viele Jahre universitär gemacht habe. Ich kann übersetzen und jetzt in die Anwendung von solchen Dingen gehen. Ich kann meine Modelle, meine Ergebnisse überprüfen, ob sie dann funktionieren. Und das ist ein Challenge, wie man heute schön sagt. Du sagtest, vor 3,5 Monaten habt ihr eure erste Serie veröffentlicht. Wann habt ihr denn eigentlich angefangen? Wir haben die Idee dazu gehabt vor knapp 2 Jahren und haben uns dann zunächst mal vorgenommen, über ein halbes Jahr nur über die Wahrheit nachzudenken, über Klug nachzudenken. Wir sind nochmal in alles hineingegangen, was wir gemacht haben, was andere gemacht haben, alle Publikationen, alle Arbeiten nochmal durchgesehen, alle unsere alten Daten nochmal Revue passieren lassen, um dann etwas mehr zu wissen über das, was der Läufer ist, was Laufen ist und was Schuhe bisher gemacht haben. Und letztendlich kam daraus dann die Idee und dann hat es noch ein bisschen mehr als 1,5 Jahre gedauert, bis das Produkt auch hier wirklich auf dem Tisch lag. Das ist verdammt schnell, aber wir haben halt doch ein bisschen Erfahrung schon. Gibt's zum Abschluss noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du unseren Zuhörern noch mitteilen möchtest? Irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe? Jetzt haben wir eine ganze 1,5 Stunden über viele, viele Dinge geredet. Wir haben bestimmt noch viel vergessen und viel nicht oder viel nur gestreift. Man kann über dieses faszinierende Thema Biomechanik, Anwendung von Biomechanik, menschlicher Körper, technische Hilfsmittel, ja, Stunden, Tage, Wochen, Jahre reden. Bestimmt haben wir viel vergessen, aber ich hoffe, dass wir doch eine ganze Masse zumindest angerissen haben. Ja, die Firma heißt TrueMotion. Website ist TrueMotion in einem Wort .run. Ja, genau, denn wir haben uns ja dem Laufen hingegeben. Ja, das ergibt Sinn. Und ja, da kann man den Schuh bestellen, auch in den Läden, das hattest du gesagt. Wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, wo findet er dich am besten? Ja, über LinkedIn oder am besten über die Direkt-E-Mail peter.truemotion.com. Dann habe ich noch eine abschließende Frage an dich, Peter. Wenn du auf den Smartphones da draußen und nach meiner Wahrnehmung gibt es wirklich fast niemanden, der keins hat, irgendeine Nachricht aufpoppen lassen könntest. Was steht da drauf? Erst denken, dann reden. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestseller-Autoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Mark-Hörer. Du bekommst die Audible-Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für 1, 2 oder 3 Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Mark-Hörer, also geh auf fmmbuch und mach mit. FMM wie Fitness mit Mark und dann buch.de. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast,
zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.